Hey, Schuschleute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Bin ich also Döner 5 und heute sind wir hier wieder in unserem Schloss des unsagbaren Bösen. Ich denke mal, hier ist alles böse. Warum sollte sonst ein Waffenhändler hier sein? Waffenhändler sind immer da, wo Böses im Busch ist. Genau wie Meerjungfrau-Mann. Der ist auch immer da, wo Böses im Busch ist. Oh ja, willkommen im Schloss. So, jetzt muss ich beweisen, dass ich snipern kann. Zumindest, das ist auf jeden Fall leichter mit dem Ding hier. Sagte er, als er dann mit dem Schuss... For fuck's sake. Es hat ihn nicht interessiert. Glaubt mir, es interessiert ihn nicht. Er mochte ihn sowieso nicht. Problem ist, ich möchte diese beiden Leute... Hä? Ich habe echt immer das Gefühl, die sagen Go Hitler. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Aber es klingt ein bisschen wie Go Hitler. Ich meine das jetzt nicht böse, aber es klingt so. Seid mal ihr... Oh, hallo. So, ich glaube, es ist nur er hier. Ja, jetzt haben wir es ja mit Kuttennutten zu tun. Ist ja nicht so, als ob wir durchgeknallte Dorfbewohner am liebsten haben. Da ist er. Matao. Matao. Und lauft. Lauft. Wird Ashley einmal von so einem Ding getroffen, seid ihr hinüber. Ihr könnt so ein Ding aushalten. Ashley, niet. So. So, let's see. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich glaube, hier bin ich sicher. Wir können die Katapulte nämlich ausschalten, indem wir auf die Explosionsfässer schießen. Mitkommen. Schnell. Ihr müsst euch nur wirklich beeilen. Und hier, der Kerl. Oh, scheiße. Guckt euch das an. Der Arsch hat eine Sense. Und keine Angst, sie zu werfen. Problem ist, seht ihr das da auf seinem Kopf? Der hatte einen Kopfschutz. Der Typ kann durch Kopfschüsse nicht verletzt werden. So. Wait. Du bleibst mal hier. Während ich mich um die Leute da draußen kümmere. Glaube ich mich hier so ranstelle. Müsste ich in der Lage sein. Ja! Das war einer. Das ist wirklich das Wichtigste hier. Werdet diese blöden Katapulte los. Problem ist, wo ist der Rest? Ich weiß, da oben ist eins. Das da hatte ich. Das Problem ist, ich darf Ashley jetzt hier nicht einfach alleine lassen. Seht gleich, glaube ich, warum. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Goldarmreif. Kommt ihr jetzt oder kommt ihr nicht? Ach, da seid ihr! Shit. Okay. Engaging close combat. Und... Suplex! Den Leuten schieße ich hier sogar viel lieber ins Knie, weil ich dann einfach den Suplex verpassen kann. Ach, guck mal. Follow me. Wobei, nee. Ashley, bleib hier. Wait. Digga, ich weiß doch, was kommt. Warum reagiere ich denn so blöd? Kann ich da das Fass sehen? Ich kann da gar nichts sehen. Nämlich ist da auch noch wer. Ich glaube, ich habe ihm Kopfschuss verpasst. Follow me. Ja, jetzt dürften wir sicher sein. Hier in diesem Gebiet ist wirklich Geduld eine Sache. Weil, wenn ihr keine Geduld habt, habt ihr ganz schnell Probleme. So.
Feuer! Das ist hier das einzig Praktische. Wenn man weiß, was man zu tun hat, ist dieses Gebiet hier eigentlich ziemlich einfach. Problem ist, als ich es das allererste Mal gespielt habe, hing ich hier richtig lange. Grund dafür war, ich wusste nicht, dass man die Katapulte ausschalten kann, indem man da auf die Fässer schießt. Deswegen, das ist so fucking wichtig, das zu tun. Ah ja, stimmt, hier würde man die Kanone sonst vorher finden, bevor man, ja, hochgeht. Aber hier, habe ich gerade wen gehört? Hätte schwören können, ich hätte gerade wen gehört. Muss Einbildung gewesen sein. So. Mal nachladen. Oh, das Ding lädt jetzt so schön nach. So schön schnell. So, hier ist noch ein Spinell unten. Das sind alles Sachen, das solltet ihr machen, wenn ihr hier Ruhe habt. Sonst kostet euch echt das Leben. Ashley hält hier echt nicht viel aus. Wirklich, von einem so ein Ding getroffen werden und sie ist hinüber. Weil dann, als ich gemerkt habe, so, ich schalte die ja gar nicht aus, habe ich sie da drin gelassen und wurde sie auf einmal entführt, weil da diese zwei Bimbos kamen, von denen ich da euch gerade berichtet hatte. Habe ich was vergessen bislang? Nö, sehr schön. Hey, Stranger. Welcome. Warum du schon wieder hier bist, ist mir ein Rätsel. Got some rats. What are you buying? Feuergeschwindigkeit. Kapazität. Auf wie viel eigentlich? Auf 12. Ich hab nichts, was ich verkaufen. Doch, ich hab was, was ich... Das ist Blödsinn, das jetzt zu tun. Das ist Blödsinn. Weil mein Inventar kann nicht voll werden, von daher. Oh je. Skate Hannigan. Leon, where's your current location? We decided to leave Große, düstere castle, Burg. It looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Leider ja. Hier ist ein altes Buch. Es vergibt nicht mehr, es ist nicht mehr lesbar. Oh, guck mal. Platinschwert auf Goldplatte. Platinschwert nehmen. Great Platinschwert. Ich hasse diesen Ort hier. Ihr werdet, glaube ich, gleich verstehen, warum. Matalo. So. Folgendes. Hier habt ihr ein Goldschwert. Go figure, was ihr tun sollt. Wir packen das Platinschwert auf die Platinplatte. Duck dich! Ja, ich hab Freunde. Komm mit, Frau. Oh fuck, oh fuck. Go Hitler. Mann, ich wollte das eigentlich schnell einmal. So. Lauf, Frau. Nicht ernsthaft. Scheiße. Okay, okay. Fuck! Oh fuck! Das ist neuer Pluggers, wenn ich vorstellen darf. Er ist böse, er ist fies, er ist nicht nett. Komm mit, Frau! Move your ass! Ich hab nicht ewig Flashgranaten. So. Das war klar. Es war zum Glück derselbe, aber ich habe ihn mit noch einer Ladung einfach weggeballert. Hey, hier ist vor allem ein Freund. Okay. Glück gehabt. Ja, ich mache ja schon hinne. So, pack das Ding da rein.
Und die Tür da oben geht auf. Man muss so oder so einmal rauf und runter, also von daher. Es ist, glaube ich, egal, wie rum man es macht. Letzten Endes muss man es eh machen. Achso. Ja, sobald ihr es halt geschafft habt, die Tür zu öffnen, hören sie, glaube ich, auf zu spawnen. Aber ich glaube, sonst kommen die immer wieder neu. Wenn mir nähere. Mir war zumindest so. Es ist im Grunde ein total simples Rätsel, aber wenn man dann noch läutert und auf Ashley aufpassen muss. Leon! Louis! Wie bist du hier hingekommen? What? Oh shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it. The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Nimm sie mit. Bitte. Bitte. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Arschloch. So, auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal in die Richtung. In die andere kommen wir nicht. Das Witzige ist, ich habe hier gerade eine Tür aufgetreten und es scheint ihn hier nicht zu stören. Zu doof, dass mich sein Kopf gestört hat. Matano! Matano! Ihr mich auch. So, von wo kamt ihr noch? Da. Okay. In die Richtung, da möchte ich gar nicht erst weiter jetzt gerade. Warum gehe ich hier eigentlich so waghalsig hier hin? Mit Ashley am Arsch. Okay. Habe ich irgendwas gegen euch? Ich könnte mal meine Sachen kombinieren. So. Es sollte eigentlich genügen. Jeder eine hat Munition. Fall hin. Fick dich, Wiimote! Nein! Oh Gott! Shit, 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 shit! Oh Gott! Ashley, du kriegst nix. Ja. Das läuft hier gerade gar nicht gut. Natürlich ein Plagas. Was für einer. Einer der hungrigen Sorte. Damn it! Shit! Warum ich gerade meinte, das ist einer der hungrigen Sorte. Es kann passieren, wenn ihr den da zu nah an euch ranlasst, dass dieser Plagas euch den Kopf abbeißt. I am not kidding. Das Ding beißt einmal zu und die Hälfte eures Oberkörpers ist weg. Das Ding ist hungrig. Äußerst hungrig. So. Das hier sollte ich mal nachladen. Der da. Scheiße! Okay. Jetzt stehe ich vor einer Frage. Ich glaube, ich mache es mir simpel. Das sollte... Ja, mit denen wollte ich nämlich relativ schnell, kurzen Prozess machen. Ich wollte Schluss machen, sagen wir es so. Nämlich kann es passieren, mir ist es oft passiert, dass ich einfach dann da reingerannt bin und dann, bumm, hauen die mir so ein Ding um die Ohren. So, wie machen wir das jetzt?
Ein bisschen TMP-Action. Sollte eigentlich. So, hier ist jetzt nichts erstmal. Problem ist, in diesem Raum ist ein Schlüssel. Sobald wir den haben, ist hier Highlife. Und da muss ich zusehen, wie ich Ashley beschütze. Burgtorschlüssel. Ja, natürlich kommen sie über zwei Seiten. Einmal. Weg hier. Weg hier. Okay, da ist keiner. Okay. Oh, habt ihr das gesehen? Sein Gesicht, wie es so... Ich hab da was im Gesicht. Oh, das ist so eklig. So eklig, aber so krass. Ich habe so viel TMP-Muni hier verschossen. Das ist... Oh, nee, fuck. Ich glaube, ich kriege hier noch mehr Besuch, oder? Nee. Genug Besuch. Puh. Das ging gerade noch mal gut. Sie ist verschlossen. Well, not anymore. Problem gelöst. Ja. Der Luigi ist Menschen, oder was? Starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramon Salazar. Castellan of this magnificent. Du bist kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Ja, das ist nichts zu bestimmen. We'll find a cure. Tja, Frau, das hast du leider nicht zu bestimmen. Well, da kommen wir nicht mehr durch. Ich darf doch mal, oder? Der purpurne Edelstein. Damit hätten wir auch das Problem schon mal unserer kleinen, wunderschönen Maske gelöst. Markierung in Stein lassen wir vermuten, dass da was eingefasst war. Bingo! So. Wunderschöne Dekoration, aber etwas fehlt. Ja, nämlich sollen da jetzt Embleme rein, die wir finden müssen. Wie soll es auch anders sein? So, ich gucke jetzt hier gerade nochmal, ob ich nicht irgendwas übersehen habe, aber es sieht jetzt nicht danach aus. Hier scheint... Ah ne, hier sind Vasen. Sofern ich nah genug dran stehen kann. Wo muss ich nochmal lang? Ne, nicht so. Falscher Knopf. Da komme ich eh nicht lang. Nee, ist unbekannt. Ach nee, da komme ich nicht lang, da muss ich wieder lang. Stimmt, ich muss jetzt da... Oh Gott, ich erinnere mich. I remember. Simba. Auf jeden Fall, das war's für heute von Let's Play Resident Evil 4. Bis zum nächsten Mal. So, Leute. Bah.